Hey auch Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Rising 4. In der letzten Folge haben wir zum Schluss einen Überlebenden geholfen. Das Hilfe-Kit, nehmen wir mit. Revolver, mitgenommen. Da geht schon mehr voll die Party ab. Oh, wir haben keine Nahkampfwaffen mehr. Müssen wir uns beide mit der Faust prügeln. Ich war nämlich dabei, mich hier ein bisschen umzusehen. Der da hinten hat uns jetzt mal ignoriert. Hab auch gerade eben noch eine schöne Hummerwumme hier gefunden. Ja. Dann schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Das ist das Schlimme. Ich glaube, bei dem Spiel werde ich sehr viel erkunden. Ein Eispickel. Danke, den werde ich sehr gut gebrauchen, Kumpel. Denn ich bin der blutige Koch. Oh, den Softdrink nehme ich Oma mit. Was haben wir da? Eine Blendgranate. Weiß ich zwar nicht, was das bei Zombies nützt. Oh. Hi. Ich wollte euch nicht stören. Das ist ja schlimmer wie ein Blutgemetzel, Alter. So. Ist jetzt mal Ruhe hier. Jetzt fehlt hier bloß noch so ein Röntgen-Moment jedes Mal, wenn man den Viechern irgendwie was in den Schädel hebt. Ach, die sind ja überall. Ich muss erstmal ordentlich aufräumen hier. Kopfschuss. Na kommt. So. Das war ein bisschen verschwendete Muni, aber naja. Finden ja hier so viel. Mit den Brettern kann ich nichts machen, wa? Da führt ein Gang noch lang. Auf jeden Fall ist da irgendwas auf der Karte verzeichnet. Mall-Notfallbunker. Ah. Dann werden wir uns gleich zu dem Notfallbunker mal begeben. Was? Militärschild und Axt. Cool. Hier fällt mir doch. Doppelschwerter. Ich werde bekloppt. Kommt zu Papa. Machen wir aber erstmal damit weiter. Chemikalie. Ein Schwertfisch. Sie wünschen, meine Herren? Was kann ich Sie ihm bieten? Warten Sie, haben Sie gerade meine Mutter beleidigt oder was? Oh nein! Die Faust, mach mal. Das gonkt so schön. Die sehen doch so schön aus. So. Ich nehme noch den. Und dann gerne den Schwertfisch. Da hier sehen, ich kann die Laterne auch nehmen. Okay. Kochjacke. Kochhose. Die fehlte uns noch. Jetzt sind wir eine richtige Koche. Was willst du denn? Mensch, 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 Mensch. Höhlenmensch-Knüppel. Boah, was das hier halt an Waffen gibt. Aber ich will wieder gucken, ob wir hier irgendwo vielleicht eine Blaupause finden. Ein Hamburger. Ja, immer der Ruhe.
Die muss ich schnell aufbrauchen. So, Sie wünschen? Oh, Scheiße! Schon vorbei. Gut, dann. Ja. Aber hey. Du bleib mal schön hier. So. Was darf's für die Herren sein? Der nächste bitte. Mir fällt ihr Gesicht nicht. Na, ihr wird nicht auf den Tresen rumgetanzt. Weg mit euch. Weg, weg. So. Danke für das Geld. Beehren Sie uns bitte bald wieder. Was willst du denn jetzt? Glaub ich spinne. Britta. Jetzt fühle ich mich doch erst recht wie so ein Psychopath. Geht's dir gut? Ich würde meinen, du hängst da so ein bisschen scheiße drinne. So. Also jetzt weiß ich, ich glaube, ich werde nie mehr Chinesisch essen können. Oder Japanisch. Ah, wir gucken uns erst noch die anderen Dinge an. Haben wir hier noch ein paar Türchen, die offen sind. Da sind wir hergekommen. Ein Inder, würde ich glatt meinen. Hab da so ein... Was? Wer ist hier am Meckern? Wer wird denn hier meckert? Da hat er mir gerade so einen roten Punkt auf seiner Stirn sehen können. Guten Tag, Sie wünschen? Haben wir nicht. Ja, denn nicht. Werden Sie uns bitte bald wieder. So. Ha, ich muss die Doppelschwerter gleich benutzen. Ups. Erstmal. Ein bisschen mit euch hier gespielt. Warum ist der Raum? Was? Wer macht hier Randale, Freunde? Hä? Du machst hier Randale? Menschenskinder, nee, nee, nee. Einen schönen Fähigkeitspunkt erhalten. Oh, gucken wir uns mal hier weiter um. Wie die Ratten einfach abhauen. Ja, guten Tag. Aha, aha. Jetzt noch weiter hoch. Kommt man hier raus? Ach, hier hinten. Gut, dann wieder zurück. So, und warum kommen wir da nicht lang? Da weigert er sich. Diese Ratten. So, hier war nichts drin. Was hier ist, keine Ahnung. Hausreiniger. Ich krieg mich da immer noch nicht ein. Kann man wahrscheinlich irgendwie mit ätzender Säure oder so. Falscher Gang. Hier sind wir hergekommen. Ich wollte da zu dem Spot hier. Bitte öffnen. Hallo. Mensch. Dann. Naja, begeben wir uns mal so langsam mal sicher zum Hotel. Mal abgetestet. Hier waren die Chinesen. Hier ist ein Mexikaner.
Barbecue Snack, ui. Aha, aha, aha. Naja. Halt, was war das? Na, wir schauen mal bei unseren Minigolf Herzinfarkt Risiko. Nee, Discount. Upsala. Dun, dun, dun. Oh, es gibt nur 6 Fälle. Gut. Na, hier machen wir hier weiter. Und nehmen noch einen Inventar. WTF, wieso? Ach, wir müssen dafür Level 15 sein. Das musste man mir doch sagen. Besteht eine Chance, dass. Effizientes Bauen. Beim Bauen von Gegnern besteht die Chance, Schrott zu erzeugen. Die Geschwindigkeit und die Effizienz von Schleichfertigkeit. Nee. Hm. Standfest. Nehmen wir mal. Wir haben ja A2 Erfahrungspunkte. Hm, Gesamtausdauer. Verbessere Bewegungsgeschwindigkeit. Reaktions. Ne? Der Prügelknabe. Machen wir mal noch. Schade, weil ich hätte sehr gerne die Höhlenmenschenkeule mitgenommen. So. Hm. An sich gibt es hier nichts Besonderes. Gut, die neue Blume. Hier haben sie es zuerst gesehen. Naja. Wir wollten ja zum Hotel. Also ich fühle mich jetzt echt mit den Doppelschwertern wie ein richtiger Koch. Wow. Da unten geht auch noch voll die Party ab. Sollte ich mich da ins Türme stürzen? Gut. Ich bin weg. So. Sorry, hatte Lust auf Samosas. Samosas? Ich hab jetzt schon die Nase voll. Samosas? Ja. Ich hab jetzt schon die Nase voll. Ernsthaft? Zweimal? Hey! Hey! Kommt hier rüber! Bevor sie euch sehen! Grüß dich! Alles klar! Oh. Schnapp dir eine Waffe! Ich habe Tonnen von Sprengbogen. Da haben wir die Armbrust und Granaten. Ja, ja. Really ernsthaft? Sprengbogen. Haben wir hier sonst so was? Bürostuhl. Was ist das? Metallbaseballschläger. Was haben wir da so schön drinne? Eine Pistole? Ja. Propangas. Nehme ich mal kurz. Wenn die hier wirklich gleich kommen sollten. Dann doch lieber gleich mit Krawumps.
Sturmgewehr. Naja, reden wir mal mit dir. Doppelzimmer bitte, aber getrennte Betten. Sehr witzig, echt. Aber tatsächlich wärt ihr unsere ersten Gäste. Was meinst du? Ihr seid nicht von hier, was? Der ganze Scheiß begann am Black Friday. Und das war natürlich der Tag nach der großen Eröffnung. Was? Diese Mall war nicht mal einen Tag eröffnet und wurde gleich von Zombies zerstört? Wir müssen los. Führt diese Tür zum Wartungsbereich? Ja, aber der Manager wurde gebissen und hat sich dort eingesperrt. Kriege die Tür nicht auf. Da ist der Feind! Mach's gut! Hey! Hey! Ärger im Anmarsch! Ich mach sie auf! Gebt mir Deckung! Ja! Friss das, Fascho-Wichser! Ziele direkt voraus! Erledige sie! Wollte gerade sagen, das klingt nämlich nicht so. Ah, verkackte Zombies! Yay! Moschus! Na, was kommt hier noch? Komm schon! Propangas ist schon in die Luft gegangen, scheinbar. Mach ich euch hier platt jetzt! Dance! Genau, spuck mal ein bisschen Taler aus. Ey, hier blieben. Mann, ich bin diesen Ort jetzt schon. Alles klar, gehen wir. Immer der Ruhe. Na, Pistol. Wie sieht's denn überhaupt aus? Aha. Granaten und Sitz. Ich hab doch gerade eben was gehört. Kumpel, du siehst echt mitgenommen aus. Was haben wir denn da? Hä? Ich seh'n Schlagring. Was zur Hölle ist das? Das ist ein Schenk. Der läuft. Da. Nennt mich Mr. Alleskönner. So, wie sieht's aus? Bitte. Ja, wo sind meine Doppelschwerter? Ich will meine Doppelschwerter zurück. Schlagring. Da, obwohl, scheiß drauf. Da haben wir hier noch so einen Haufen Stühle. Ein paar Cocktails. Haushaltsreiniger. Nehmen wir mal mit. Wein. Wodka. Dass ich auch betrinken kann. Schade. Hätte ja sein können. Draußen ist hoffentlich nichts mehr los. Laptop. Okay. Was kann ich mit einem Laptop wohl halt machen? Flurlampe. Gut. Sehe ich ein.
Tragbare Stereoanlage. Ein Schirm. E-Gitarre. Bada bang, bada bang, bada bang, bang, bang. Ich würde sagen, hier ist doch. Na. Ist das nicht? Hm. Ah, das ist Blut gewesen. Hm. Geschenke. So, der hat noch ein paar Blendgranaten. Oh, nehmen wir die Militäraxt mal mit. Leg mich oben umsehen. Nehmen wir ein paar Mollys mit. Maschinenpistole. Feuerwerksraketen. Okay, ich kann mit Feuerwerksraketen zuschlagen. Ich erstmal ein paar Fotos mache. Jetzt bist du interessant. Ach, scheiße. Was für ein Arsch, Ted, aber das hast selbst du nicht verdient. Ich bin übrigens Connor. Freut mich. Ich untersuche übrigens diesen Ausbruch. Hast du eine Ahnung, wie das anfing? Diese Militärschlöcher haben irgendwas super Geheimnis am Mall-Eingang bewacht. Und da war diese Journalistin. Eine Journalistin? Sie hatte irgend so einen Jungsnamen. Vic. Wo ist Vic jetzt? Sie hatte sich im Security Center der Mall versteckt. Vielleicht ist sie noch da. Du sollst die schwarze Hornbrille aufsetzen. Kratzt irgendwie. Ja, kann ich mir vorstellen. Schneekugel, aha. Wir müssen zum Security Center. Vielleicht gibt's da ein paar Waffen. Guter Plan, aber ich ziehe alleine los. Was? Pass auf, dieser Ausbruch ist ziemlich sicher Folge irgendeines Tests, ausgeführt von diesen Militärwichsern. Und ich will herausfinden, warum, aber nicht an der Leine von einem bullenhaften Aufpasser. Nimm's nicht persönlich. Dann sehe ich mich in der Stadt nach Nützlichem um. Zuckerstange. Und du sagst mir Bescheid, wenn du was herausfindest. Ja, mal sehen. Okay, das war's für mich. Einkäufe. In Westbridge gibt's eine Miliz. Ich werde da mitmachen und noch ein paar dieser Arschlöcher killen. Tschüss, Leute. Viel Glück, West. Pömpel. Teilweise-Beschläger. Juhu. Sicherheit. Tauschkranz. Aber mit was tauschen wir das am besten? Nicht mit dem Baseballschläger. Na, zu viel. Erstmal ziehen wir uns um. Die Untoten werden von mir erzettern. Ja, das werden sie. Was? Hm, erstmal öffnen. Da gibt es eine schöne Blaupause. Oh, Elektrokranz. Ah. Handschuhe. Kranz. Tragbare Stereoanlage. Mensch, jetzt geht er. Jetzt ist doch mal gut. Was haben wir da? MMA-Handschuhe. Öffnen. Ja, wollen wir mal kurz noch die Sache bauen. Wo war denn der Kranz? Irgendwo lag doch hier der Kranz. Nehmen wir den hier. Elektrokranz. Den wir die werfen? Ah, naja. Noch ein Molly. Heilige Scheiße. Wartet hier nicht, als ihr finden habt. Aber Freunde, das war's mit dieser Folge von Dead Rising 4.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Wertung da und verpasst auf keinen Fall die nächste Folge Dead Rising 4. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao!